So, der Vollständigkeit halber machen wir aber auch noch für die Hinterseite ein Video zum Mitmachen. Im Endeffekt gleiches Prinzip. Laden wieder auf. Sitzen auf dem Muladhara. Ich mache es nur etwas kürzer diesmal. Hinteren Bein nach hinten. Jetzt mal dann schauen, was möglich ist für euch. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich das machen können und nach hinten ziehen, je nach Möglichkeit, ja? was halt geht. Das wird auf jeden Fall gehen. Ja? Für die Fortgeschrittenen, die können natürlich dann hier gehen, untergehen. Also für mich, ich würde jetzt mich mal so hinlegen. Das Wesentliche dabei ist der Stretch nach hinten. Hier. Ja? Auch da. Und nochmal gechi-pumpt werden, hier mit den Fäusten in den Boden und Analmuskel ordentlich aktivieren, Damm aktivieren, wollen immer weiter nach hinten. Nehmen und jetzt festpressen. Das ist ein bisschen leichter als das andere. Das geht schon so auch. Du kannst auch so hinunterpressen, aber es ist nicht so effizient, weil du den Rücken nicht nach hinten legst. Hier kannst du richtig schön nach hinten stretchen. Fest. Ah, nochmal. Fest. Entspannen. Fest. Und jetzt idealerweise. Und noch weit. Fest. Nach hinten. Wiederum. Wir brauchen mindestens 4 bis 5 Minuten in dieser Stretch-Haltung. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer. Wir haben schon so viele Videos, die so lang sind. Ihr müsst es dann halt selbst verlängern, einfach für euch. Ja, da spanne ich auch den Muskel ganz bewusst an. Und jetzt fest hinunterpressen. Entspannen, weiter nach hinten. Gegenpressen, entspannen, weiter nach hinten. Anspannen, entspannen. Und nach hinten, nach hinten. Die anderen machen es einfach so. Man kann sie auch hier aufstützen. Presse auch nach hinten in den Boden, ja? Meine Zehen sind aufgestellt, fest in den Boden und weich werden. Das ist eine Mischung, ja? Aus ganz hart und immer weich werden. Weiche Erde, harter Stein. 3, 2, 1 und langsam mit einem gewissen Widerstand nach vorne kommen.
Entspannung, ich vergebe, ich lasse los. Ich vergebe, ich lasse los. Gegen Spannung bzw. gegen Bewegung. Das, was wir vorhin lange gemacht haben. Das sind die mächtigsten Felder. Ne? Wenn wir über die Grenze drüber gegangen sind, beziehungsweise die Grenze weich gemacht haben, nicht über die Grenze drüber, sondern über die, an der Grenze uns weich gemacht haben, ist das eine direkte Verbindung dann in dieser Entspannung, wo ihr mit der Erde und mit dem Himmel kommunizieren könnt. Dort könnt ihr Dankbarkeitsgebete hineinlegen, da könnt ihr sagen, danke, dass mein Leib unsterblich ist. Danke, dass mein Leib gesünder als je zuvor ist. Oder danke, dass Materie, Gold aus der Erde zu mir wächst. Danke, dass die gesegnetste aller Partnerschaften, Liebe und Anerkennung sich wie Goldregen auf mich senkt. Genau. Und dann das Ganze auf die andere Seite. Und linkes Bein weit hinten, und das ist das rechte Bein. Unten, das dann nach hinten, nach hinten kommt. An der Grenze fest hinunterdrücken, dass es zittert. Entspannen. Fest hinunterdrücken. Entspannen. Verstärkung. In dem Fall pressen wir nach hinten, ziehen nach hinten und entspannen. Pressen in beide Richtungen. Das geht in eine Richtung, das geht zurück. Und entspannen. Und pumpen. Spannen, entspannen, pumpen sind eigentlich die Abläufe. Immer näher und weicher machen die Grenze.
Ich weiß, komm schon raus. Was sind die Themen in der Erde, die ich noch nicht loslassen kann, die mich noch immer ein bisschen behindern, blockieren? Wo kann ich noch nicht über meine Erde hin drüber gehen? Ja, mich weiten aus meiner Erde. Nehme es an, spanne es an, entspanne. Drei, zwei, eins, langsam. Hier die Hand drauf gehen, mit Widerstand. Genießen, genießen, ein bisschen dagegen ziehen auch. Ich vergebe mir, ich lasse los. Ich vergebe mir, dass ich mit bestimmten Erdthemen noch nicht flexibel und weich bin. Ich entspanne in die Gegenbewegung. Ich spüre nach. Leichte Faust, ganz leicht. Dann auch leicht öffnet. Danke für die Unsterblichkeit meines Leibes. Danke für meine immerwährende Gesundheit in Knochen und Fleisch. Danke für die Verbindung zu Mutter in der Erde und Vater im Himmel. Dankeschön.